Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources Sabo the Public. Und wie es der Titel euch schon verrät, geht es in dieser Folge um Farmen. Ich erweitere meine Pflanzenproduktion entsprechend sehr stark. Ich betrachte natürlich auch die Logistik, was das angeht. Sprich, es gibt ein neues Logistikbüro und ich gehe nochmal auf die Fahrzeuge ein und ich erkläre was zu Kommentaren, die gepostet wurden. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. So, bevor es nun ans große Bauen geht, möchte ich mal wieder auf ein paar Kommentare eingehen. Drei sind es an der Zahl. Und zwar zum einen der Norman, der hat gepostet, dass ich ja hier eigentlich auch eine Brennerei hätte verwenden können. Da hat er natürlich vollkommen recht, das wäre genauso gegangen. Sprich, da hätte ich ja quasi nur eine Fabrik gebraucht, wo ich jetzt hier quasi, ich sag mal, mehr oder weniger in einer Schicht 260 Arbeitskräfte brauchen würde, um das voll auszulasten. Wäre die ganze Sache mit einer Brennerei natürlich deutlich einfacher gewesen. Da hätte ich ja nur, Moment, Auto mit Rubel bauen, da hätte ich ja nur 100 Arbeiter pro Schicht gebraucht, sprich 300 für drei Schichten, das wäre natürlich deutlich weniger gewesen. Allerdings produzieren die halt auch nur 6 Tonnen Alkohol. Und im Vergleich zu Stoff ist das sogar deutlich mehr, aber wenn wir jetzt mal bei dem Verkaufspreis schauen, gut, für den Alkohol muss man natürlich keine Chemikalien importieren, das ist klar, was wir ja für die Bekleidung machen müssten. Also ja, er hat natürlich vollkommen recht, das hätte man auch mit einer Alkoholbrennerei machen können. Wenn ich selbst auf die Idee gekommen wäre und nicht einfach stumpf wieder Bekleidung gemacht hätte, dann hätte ich das eventuell auch gemacht. Aber wenn man halt mal schaut, eine Alkohol 426 Rubel, Kleidung 2200 Rubel. Ja, ich sag mal, wenn man das mit Fahrzeugen transportieren würde, ist natürlich eine geringere Produktionsmenge natürlich besser, weil es sich einfacher transportieren lässt, ne? Ja, passend, dass der Zug hier gerade kommt. Wie schaut es hier aus? 72 Tonnen Fleisch, 7,4 Tonnen Kleidung, 17 Tonnen Essen. Verkaufspreis 43.000 Rubel. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Der Zug wartet ja nicht, bis er voll ist. Der kommt quasi an, lädt auf und fährt dann wieder. Und dafür, finde ich, läuft das ganz gut. Dann der nächste Kommentar. Das geht auch um den Bereich, und zwar vom JE. Und zwar, der hat gemeint, ich hätte ja hier die Stoffe auch noch hier mit anschließen können an die Verladestation. Das kann ich natürlich, obwohl jetzt geht das, glaube ich, das dürfte zu eng sein, ne? Moment. Ja, das ist jetzt zu eng. Hätte ich natürlich machen können. Er meinte dann, dass man die Überproduktion ja natürlich hätte auch verkaufen können, beziehungsweise sogar für die Kfz-Herstellung verwenden können. Aber Überproduktion, wir produzieren 5 Tonnen Stoff bei voller Auslastung, wohlgemerkt, ne, wo wir lange nicht sind. Und wir verbrauchen zweimal, bei voller Auslastung wiederum, zweimal 2,4 Tonnen Stoff, also 4,8 Tonnen Stoff. Das wäre 0,2 Tonnen Stoff Tagesproduktion. Also dafür lohnt sich, glaube ich, ein Export wirklich nicht. Und ich glaube, auch für die Autofabrik würde sich das nicht lohnen, weil halt einfach die Menge viel zu gering ist, ne? So, dann der dritte und letzte Kommentar geht dann hier um meine Bauernhöfe. Und zwar hat da der Kiro geschrieben, weil ich ja gemeint hätte, hey, das funktioniert hier ganz super mit den Mähdreschern und auch mit dem Traktor. Ihr seht das jetzt gerade, dass wir zum Beispiel jetzt gerade zwei Felder ernten. Das ist jetzt gerade fertig geworden und wartet, dass es geerntet werden kann. Und der Traktor hat gerade nichts zu tun. Das funktioniert also in der Tat wirklich super, also mit den Fahrwegen, Entfernung etc. und diesen 8 Feldern. Und jetzt hat der Kiro halt gemeint, ja, weil ja auch Arbeitskräfte dorthin kommen. Da kommen natürlich keine Arbeitskräfte hin, denn ich habe ja die Bushaltestelle so angestellt, dass ich die Arbeitskräfte zu beiden oder zu gleichen Teilen, auf die beiden, ich sehe die Schweinefarmen, was ihr sagt, ne, auf die beiden Rinderfarmen verteilen. So, dass halt keine Arbeitskräfte hier auf die Felder gelangen können. Sprich, das machen tatsächlich nur die Mähdrescher und der eine Traktor hier. Plus halt respektive dann das Konstruktionsbüro, das Logistikbüro. Da kommen wir dann jetzt auch schon zu dem, worum es in dem Video gehen soll. Der Titel hat es euch ja schon verraten und ich habe es euch anfangs des Videos auch schon gesagt. Ich habe hier nochmal ein bisschen was vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Zwei schöne große Flächen. Hier ist wird schon jetzt klar, dass ich auf jeden Fall viel mehr Pflanzen brauche. Denn hier war, kurz nachdem ich fertig war mit allem soweit, hatten wir hier 117 Tonnen Pflanzen. Das heißt, jetzt mit den paar Arbeitskräften, die wir jetzt hier drin haben, also sagen wir mal ein Viertel in etwa, reichen die Pflanzen hier schon nicht mehr. Ich sag mal so, mir ist klar, dass ich hier wahrscheinlich importieren muss, beziehungsweise das eventuell nötig sein wird. Aber ich werde natürlich jetzt hier den freien Platz noch nutzen und im Prinzip dasselbe nochmal aufbauen, sprich nochmal 8 Felder und halt nochmal eine kleine Farm.
Die können wir dann ja hier platzieren, die haben ja eh noch Platz. Und logistikbürotechnisch, es sind eh meistens nur zwei LKWs unterwegs und arbeiten. Sprich, da brauchen wir dann nichts weiter bauen. Das heißt, wir kommen relativ günstig für wenig Geld einfach nochmal doppelte Kapazität und somit natürlich auch doppelte Pflanzenproduktion. Und entsprechend natürlich dann hier auch mehr Viehproduktion, wenn es denn dann hier mal ausgelastet ist und wir hier genügend Arbeitskräfte haben. Was natürlich noch wichtig ist, jetzt derzeit ist es so, dass die LKWs, die jetzt hier fahren, oder halt eben, ja, da ist jemand einer, die müssen zum Tanken bisher noch hierher fahren. Das muss ich natürlich noch ändern, das ist viel zu weit, zumal ich ja hier auch noch keine Tankstelle habe, aber es ist ja alles noch nicht fertig, ne? Es kommt ja alles noch. Und dann war noch ein Kommentar, das war ein englischsprachiger Kommentar, jetzt habe ich das mir leider nicht aufgeschrieben, und zwar warum ich die Kleidung hier exportiere und nicht hier in meinen Supermarkt bringe. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich das erst dann machen möchte, wenn ich hier die Autobahn fertig habe und ich wirklich komplett alles beliefern kann. Dann stelle ich das halt so um, dass ich erst den Supermarkt beliefere und dann wirklich nur den Überschuss halt abtransportiere. Ne? Bis dahin haben wir hier halt auch eine höhere Produktion. Es dauert ja eh noch ein bisschen, bis wir hier genügend Arbeitskräfte haben. Ne? So, jetzt geht es aber wirklich ans Bauen. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal weitere 8 Felder und eine weitere Farm bauen, unsere kleine Farm. Und so, wie gesagt, die Pflanzenproduktion verdoppeln einfach. Ich nehme wieder die kleinen Felder. Moment, wir brauchen natürlich den Rahmen. Autobau machen wir aus, auch wenn wir jetzt ja nur, also jetzt ja sowieso noch gar kein Gebäude, aber später dann halt ein Gebäude bauen. Jetzt muss ich nur schnell schauen, von welcher Seite ich die bauen muss, damit ich die so nah bekomme. Denn leider gibt es da Unterschiede. Also ein bisschen Überlappung kann man halt immer bauen, ne? Genau, von der Seite war es nämlich nicht. Jetzt achtet nochmal drauf. Ne, diese grünen Kästchen sind die tatsächliche Grenze. Hier würde jetzt halt diese Lücke bleiben. Ja, dann meckert jetzt der eine oder andere schon wieder. Ach, was mache ich denn das jetzt weg? Ah, jetzt baut er das wieder so pingelig genau. Ja, ich baue das pingelig genau. Ja, natürlich mache ich es wieder weg. Oh Gott, ich muss ja von der Seite anfangen. Ja, das summiert sich. Wenn man mit jedem Feld so ein halbes Kästchen, sage ich mal, weiter nach unten kommt, baut man am Ende keine, kriegt man am Ende keine Straße mehr dran. Ja, aber so schaut das ja gut aus. So können wir das dann halt auch. Na, das war ein bisschen zu nah. So können wir das dann halt auch lassen. So sieht es vernünftig aus. So, jetzt gehen wir daher und platzieren das auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Jetzt haben wir ja 4 Stück. Und im Prinzip die 4, das möchte ich nur schnell schauen. Ja, das müsste dann in etwa... Ich teste dann gleich mal die Abstände. Ob ich da einen Weg dazwischen bekomme. Ja, bekommen wir auf jeden Fall. Könnte man sogar, ach, schaut mal, könnte man sogar noch näher bauen, ne? Können wir sogar noch näher bauen. So, platzieren wir es hier an der Kante. Und machen hier halt auch wieder 4 Stückchen. Dann hätten wir immerhin schon mal 8 neue Felder. Ich möchte noch 4 weitere bauen, denn die Traktoren und Mähdrescher werden ja besser mit der Zeit. Das heißt, die Produktivität wird dann natürlich entsprechend erhöht. Das heißt, dass ich hier das hier auch noch ausnutzen möchte und halt auch noch verwenden möchte. Ne? Macht ja auch Sinn. Das heißt, wir platzieren hier einfach auch nochmal 4 weitere Felder. Und so sind wir quasi schon für die Zukunft vorbereitet, wenn die Fahrzeuge halt ein bisschen besser sind und besser und schneller arbeiten können. Was haben wir da? 2? Ja, okay, komm, dann machen wir das hier voll. Ja, dann ist es sogar fast ein gleicher Abschluss. Ich fände es jetzt natürlich total toll, wenn das jetzt hier genau passen würde. Ne? Ihr kennt mich ja. So, dann müssen wir das mit den Wegen nochmal neu machen. Sprich, das hier funktioniert jetzt so ja nicht mehr unbedingt. So, jetzt schauen wir mal.
Perfekt. So, jetzt binden wir das hier gleich wieder an, dass die hier nicht das große Meckern anfangen, ne? So, und die Wege auch immer leicht schräg nach rechts, weil das quasi die Einfahrten sind, ne? So, jetzt hier die Verbindung noch entsprechend hin. Und damit haben wir jetzt nochmal 12 Felder dazu gewonnen. Also ihr seht schon, Moment, ich mache das Raster mal aus. Das sieht halt schon brutal aus, wenn man so viele Felder hat, ne? Und jetzt gehen wir wieder, wie gesagt, jetzt können wir natürlich zum einen dahergehen und könnten theoretisch eine Farm nehmen, aber da bräuchte man das Gebäude nicht mehr, das macht natürlich keinen Sinn. Sprich, ich werde einfach nochmal bei den Mods nochmal schauen, werde nochmal dieselbe kleine Farm verwenden. Farm, Small Farm. So, und die platzieren wir. Wir haben die meisten Felder oberhalb. Das heißt, die platzieren wir einfach. Ja, das hätte jetzt natürlich am besten ausgesehen, ne? So, dann platzieren wir die auch oberhalb. Können die halt auch gleich. Moment. Jetzt hat er mir zwar die Straße angezeigt, hat es aber nicht gebaut. Haha. Der veräppelt mich. Halt, war ja eine Mod. War ja eine Mod. So, dann bauen wir halt jetzt mit etwas größerem Abstand. Und schon haben wir da den Weg. Okay, dann würde ich sagen, dass wir einfach noch dahergehen und in dem Bereich jetzt auch noch mit Asphaltstraßen ausbauen, weil ja hier denn jetzt auch relativ viele Fahrzeuge fahren müssen. So, plus natürlich den Gebäudeanschluss. Also, so wirklich nach Geld schauen müssen wir jetzt, zumindest bei dem, was wir hier bauen, nicht unbedingt, ne? Und mit nicht unbedingt meine ich absolut nicht. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir hier auch Strom haben. Ich weiß es gar nicht. Der Anschluss steht hier. Das könnte, das müsste, das sollte. Wir haben Strom, okay. Wir können auch zur Sicherheit nochmal schauen, aber wir hatten ja keine Meldung. Ja, passt. Locker, locker. So, dann können wir auch hier daher gehen und kaufen uns die entsprechenden Fahrzeuge. Wir brauchen ja wieder einmal den Traktor. Der ist ja schon mal besser als der ursprüngliche Traktor. Und dann nehmen wir nochmal 2 Mähdrescher. Und jetzt gehen wir einfach daher und verteilen das mehr oder weniger jetzt nochmal anders, weil ich sag mal, die Farm macht jetzt natürlich Sinn, dass die diese Farmen macht und die Farm halt die Farmen hier oben. Und wobei die schon automatisch zugewiesen sind. Ah. Dann machen wir mal die Autosuche aus. Machen mal alle Felder weg. So, jetzt stockt natürlich die Produktion, ne? Auch hier machen wir die Autosuche aus. Und nehmen auch alle Felder weg. So, jetzt ordnen wir das neu zu. Wie gesagt, manuell. Und zwar haben wir jetzt ja 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Felder. Das heißt, wir gehen es daher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann gehen wir hier daher. 1. Oh, da fehlt noch nicht. Deswegen waren die auch noch nicht an. Deswegen hatte noch keine Form. Ah, hier fehlte noch eine. Wieso ist da, wieso soll da Infrastruktur im Weg sein? So, nicht ganz perfekt gerade, lassen wir aber so. Okay, dann gehen wir nochmal daher. Jetzt geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es müssten wir ja die beiden schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, passt. Jetzt sind dann alle Felder zugewiesen und unsere Fahrzeuge rücken aus und können
Oh. Ja. Das hat er jetzt super gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und das ist jetzt das da. Okay. Ja, das habe ich jetzt super gemacht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Passt. Okay, jetzt passt es. Jetzt haben beide Formen zu tun. Jetzt müssen wir uns nur noch um das Logistikbüro kümmern, dass halt auch die zusätzlichen Formen da jetzt auch mit dabei sind. Hier wird es jetzt ja schön angezeigt. Moment, waren das nicht 19, also insgesamt 20 Gebäude, die wir hier anschließen können? Sprich, es fehlt uns am Ende eine Farm? Ne, das kann doch sein, oder? Ja, genau. Es ist genau eine Form zu viel. So, schauen wir nur, dass die Einstellung richtig ist. Ja. Okay, also ist genau eine Form zu viel. Dann passt das. Dann nehmen wir die weg, die eh so weit weg steht. Sage ich jetzt mal, ne? Und belassen das halt dabei, wie das jetzt so ist. So, Weganschluss passt. Sehr schön. Okay. Ja, wie gesagt, dann belassen wir das dabei. Dann haben wir halt nicht 20 Formen, sondern 19 Formen. Und entsprechend habe ich halt da die Form weggemacht, wo der Fahrtweg am längsten ist. So, dass es jetzt auf jeden Fall, ja, wie gesagt, 19 Felder sind und 2 Formen. Das sollte, glaube ich, ausreichend sein. So, wie viele Arbeitskräfte? Das ist 4. Ich glaube mal, der Bus muss tanken. Das ist auch der Grund, warum er da oben lang fährt. So, jetzt haben wir das soweit entsprechend nochmal erweitert. Jetzt geht es natürlich dann hier darum, dass wir auch hier natürlich Farmen jetzt bauen müssen. Auch hier plane ich jetzt, ich sag mal, nur den kleine, diese kleine Farm, diesen Mod zu verwenden. Im Hintergrund ist halt einfach der, dass, ich meine, gut, hier ist natürlich klar, dass ich nicht genügend Pflanzen haben werde. Wir bräuchten hier pro Tag 50 Tonnen davon. Und ich glaube nicht, dass ich die hier produzieren werde, auch wenn ich das jetzt hier erweitert habe. Nichtsdestotrotz brauchen wir hier, nur nochmal so zum Vergleich, hier brauchen wir 20 Tonnen Pflanzen und eben bei der Viehzucht haben wir 50 Tonnen Pflanzen gebraucht, das heißt hier brauchen wir weniger als die Hälfte. Das heißt hier brauchen wir die ganze Sache auch nicht ganz so groß zu bauen. Ne? Entsprechend möchte ich jetzt natürlich darauf achten, dass von der Laufentfernung her, ich sag mal, es uns nicht passieren kann, dass Arbeitskräfte jetzt von hier aus dem Wohnblock hier auf die Felder rennen zum Arbeiten. Also das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Grund ist natürlich klar, ne? Dafür haben wir Maschinen und die Leute sollen halt schlichtweg in den Fabriken arbeiten und so unser Geld verdienen und nicht hier einfach auf dem Feld rumstehen und da Pflanzen ernten oder sowas. Ne? Das brauchen wir nicht und das wollen wir halt auch nicht. Ne? Also schauen wir mal. Hier werde ich das jetzt so machen, dass ich nicht nochmal die kleinen Felder nehme, sondern hier nehme ich jetzt die großen Felder. Und da werden wir... Also wir haben einen Traktor, 2-Mähdrescher. Wenn wir, ich sag mal, ganz stumpf... Okay, das Wachsen wird natürlich... Normalerweise dauert das Wachsen nicht länger, ne? Weil es wird ja komplett ausgesät und dann fängt ja das Wachstum an. Könnte man nachher mal vergleichen, also im Verlauf des Let's Plays, ob das Wachstum bei einem großen Feld, aber macht ja keinen Sinn. Ich meine, das wächst ja in der Fläche und nicht von vorne nach hinten oder so, ne? Also macht ja keinen Sinn. Ja, dann werden wir hier einfach mal stumpf dahergehen und nehmen uns mindestens 4 große Felder. Jetzt muss ich nur mal schauen. Wie gesagt, ich möchte es auch nicht. Ich möchte es halt auch nicht zu weit wegbauen. Wir können aber dahergehen. Also es muss halt so weit weg sein, dass wir, wie gesagt, dass da keiner zu Fuß hinrennt und arbeitet. Aber wenn ich jetzt hier anfangen würde, und ich sage, ich mache mal hier ein Feld her. Wenn ich es jetzt hier platziere, kriegen wir es wieder nicht nah dran, ne? Dann platzieren wir das einfach ein bisschen weiter hier oben. Sagen wir einfach mal so.
So, und jetzt bleibt halt zu hoffen, ja, das sollte von der Laufentfernung her, sollte das nicht dazu führen, dass die da hinlatschen, ne? Also wie gesagt, das müssen wir jetzt hier auf jeden Fall verhindern. Es wäre doch andersrum gewesen. Nee. Da brennt irgendwas. Eigentlich will ich gar nicht wissen, wo es brennt. Ja, Feuerwehr müsste unterwegs sein. Ja, Löschzug und B-1000 fahren. W-50 und B-1000 sind unterwegs. Das können wir uns ganz kurz anschauen. Sieht sie nicht schön aus? Wunderschön. Und da hinten kommt der B-1000. Moment. So. Also ich finde, das hat was. Ich meine, die Grafik an sich im Spiel ist jetzt nicht... ist es halt nicht der Burner. Aber ich finde halt, dass es halt, ich sag mal mehr oder weniger wirklich echte Fahrzeuge sind, klassische Fahrzeuge von damals, ihr wisst, was ich meine. Das hat natürlich schon so ein bisschen Schmackes, ne? Das ist schon was, das ist schon cool. Okay, wir wollen uns jetzt ja nicht die ganze Zeit damit befassen, dass wir jetzt hier zuschauen. Das, ne? Soll ich was dazu sagen? Genial. VEB-Pflanze, ja. Ja, LPG, ZGE, egal, ne? Egal. Hilas. Okay, geht's weiter mit unseren Farmen. Brauchen wir wieder den Rahmen. Stimmt, klar, habe ich mich jetzt, habe ich jetzt ein bisschen falsch gedacht. Wir müssen natürlich so rum anfangen. So, dann würde ich sagen, platzieren wir es einfach so an der Ecke, wobei das ja eigentlich jetzt nicht so wichtig ist, ne? Wo ich schon mal die Fernung noch mal anschauen. Ja, wenn wir es dann eh mit Feldweg machen, ist es doch eh egal, oder? Ja, ich sag nichts dazu, ne? Jetzt ist das wieder von oben gewesen, ne? Also real. Ist vollkommen egal. So, jetzt haben wir dort zwei Felder und jetzt gehen wir halt einfach mal daher. Und, also wie gesagt, vier große, das wäre wahrscheinlich enorm. Also falls, vielleicht passiert uns ja sogar, dass wir Pflanzen übrig haben. Das wäre natürlich genial, weil dann können wir die Pflanzen, die wir übrig haben, einfach noch mit hier rüberbringen. Und das wäre natürlich sowieso total super, ne? So, jetzt natürlich jetzt hier nicht den Fehler machen und hier dran klatschen, denn wir wollen ja... So, also die großen Felder lassen sich jetzt auch nicht unbedingt so leicht platzieren, ne? Moment, sind wir da an der Kante dran? Ja, so knapp, ne? So, dann würde ich sagen, das sollte ausreichen vom Abstand her. So, dann machen wir hier, ne? Und hier auch noch mal eine her. Ja, genau. Und von der Seite wäre der Abstand jetzt wieder kleiner, ne? Ohne Worte. Nein, meckert bitte nicht. So. Okay, jetzt hätten wir 5 Farmen. Also 5 Felder. Ich glaube, 5 Felder sind zu viel, oder? Wir testen das mal wieder, wie sich das mit den großen Feldern ändert, ne? So, kann ich hier noch? Ja, okay. Dann nehmen wir die kleine Ecke noch weg. Und platzieren hier nochmal. So, okay, gut. Das soll es gewesen sein. Dann haben wir jetzt die Felder springen. Jetzt haben wir hier im Prinzip 6 große Felder. Und das schauen wir uns jetzt dann nochmal an, wie das wirklich mit den... ob die kleine Farm mit den paar Fahrzeugen das auch schafft. Das wäre jetzt halt echt mal eine Sache, das ist jetzt echt interessant. So, schauen wir mal, ob wir hier rum. Ja, passt perfekt. So, dann können wir das einfach mal so anschließen. Nehmen dann das Stück weg. Und verlängern dann den Feldweg einfach darüber. Und wobei ich glaube, hier könnten wir eigentlich sogar dann, denn hier fahren dann wieder viele Fahrzeuge, ne? So.
So, machen wir den Anschluss auch wieder hierher. Und jetzt brauchen wir natürlich hier noch die ganze Infrastruktur, die entsprechend notwendig ist. Sprich, jetzt brauchen wir hier eine Tankstelle, ein Logistikbüro und natürlich das Farmgebäude an sich, ganz klar. Und das machen wir natürlich am besten hierher, denn dann sind die Fahrtwege natürlich am kürzesten. Das Logistikbüro, die LKWs, die müssen dann natürlich die ganze Sache hier runter transportieren. Das hat bis jetzt gedauert. Quank. Ja, jedenfalls die LKWs des Logistikbüros haben dann natürlich ein bisschen einen weiteren Weg, aber hey, das ist halt so, ne? So, wir machen mittig Mod kleine Farm. Wobei, nein, ich glaube, ich baue das andersrum. Wir nehmen erst die Tankstelle. Tankstelle. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier nach einem Gebäude suche, wo der ein oder andere von euch, ja, ich habe das sofort gesehen, warum sieht denn der das nicht? Was ist denn das für ein Blindfisch? Will ich gar nicht wissen, wie oft das vorkommt. Ja, da würde ich sagen, können wir das so platzieren, dann ist es einigermaßen gleichmäßig, ne? Und jetzt gehen wir noch daher und bauen die Farm. Ich hatte sie eben schon mal, da haben wir sie. Die bauen... Ja, ich muss sie auch anklicken, ne? Eieiei. Nee, die muss ich nicht anklicken, nein, nein. Das wäre natürlich schön, wenn wir das mit der Oberkante... So, kriegen wir den Weg dorthin? Perfekt. So, und jetzt das Logistikbüro. Da nehmen wir jetzt natürlich auch wieder ein kleines, das ist klar. Halt, Logistikbüro, Lagergebäude. Ja, nehmen wir das kleine und platzieren das jetzt hier. Und dann haben wir hier im Prinzip so diesen, ja, ich sag mal, diesen Gebäudekomplex, den wir halt in dem Bereich halt schlichtweg brauchen. Und die ganze, wieso? Ich hab doch, ich hab das gedreht. Jetzt. Und wie ich lese, wieder in den Kommentaren 10-mal weggerissen, ne? So. Also pro Gebäude 10-mal. So, okay, dann haben wir das jetzt hier soweit fertig. Brauchen wir natürlich noch Strom, ist auch wieder klar, ne? Den holen wir uns natürlich. Jetzt haben wir hier eine Abzweigung. Hier haben wir keine Abzweigung. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Abzweigung platziere, dann können wir uns den Strom von hier nehmen, ziehen den hier lang. Ja, das werden wir genauso machen. Hatte ich hier nicht vielleicht? Nein, hatte ich natürlich nicht. So, Netzstation. Aber wir können das sogar, wenn wir das hier platzieren, brauchen wir gar keine Abzweigung. Ja, dann platzieren wir das halt einfach hier, ne? So, hier wird es natürlich nicht hergehen, ist klar. So, wir waren es eben noch zu. Da kommt sogar ein Fußweg-Feldweg. Ist ja cool, ein Fußweg-Feldweg. Yeah. Ohne Worte. Okay. Schick, nicht schlecht, ne? So, dann nehmen wir das jetzt hier weg. Und können jetzt einfach die Stromleitung nehmen. Hier durch. Kommen wir hier durch? Ach so, da ist der Verbindungslinie so scharf, aber theoretisch schon hier durchkommen, ne? Moment, der Micha testet das nochmal. Ja, wir kommen da sogar durch. Dann werden wir das auch so tun. Ist der Weg nämlich kürzer, ne? So, schaut gut aus. Können wir sofort kaufen. Kaufen wir auch sofort. Dann haben wieder alle Gebäude ihren Strom oder seinen Strom oder was weiß ich wie. Und das brauchen wir dann natürlich nicht mehr. Gebäude ist von der Stromversorgung. Ja, ist es. Und den Weg wird von einem Fahrzeug benutzt. Okay. Jetzt. Der Fußweg... Überweg, der Fußgängerüberweg wird von einem Fahrzeug benutzt. Ja, das passiert schneller als man denkt. So, dann kaufen wir hier die Gebäude noch alle schnell.
Und dann sind wir hier fertig, können uns um die Logistik-Sache kümmern und sind dann quasi auch schon fast fertig mit dem Video. So, Rohstoffimport. Wir müssen natürlich den Treibstoff noch importieren. Sobald ich die Autobahn hier habe, ich plane das dann eigentlich mehr oder weniger morgen, mal schauen, kümmere mich dann darum, dass wir hier mit der Raffinerie fertig werden. Und ich baue natürlich noch eine Universität für hochausgebildete Arbeiter. Und dann können wir unseren einen Treibstoff hin und her schieben. So, wie gesagt, Gebäude haben alle Strom. Passt. Dann brauchen wir jetzt hier wieder Fahrzeuge. Und zwar einen Traktor. Und zweimal Ernte. Hier können wir das jetzt natürlich auf automatisch lassen, denn wir haben sowieso nur diese Felder hier zur Verfügung. Mehr haben wir ja eh nicht. Und dann jetzt hier noch das Konstruktionsbüro, das Logistikbüro. Und hier nehmen wir wieder den Skoda, nur halt eben nicht mit Deutrans, sondern Standard, mit den 10 Tonnen Pflanzen. Und sagen jetzt, wir wollen, dass du die Pflanzen hierher bringst. Klicken auf Entladen und hier überall beladen. Und damit ist auch das logistisch, logistisch würde der Herr Morpitzer jetzt sagen, logistisch ist das jetzt fertig. Ein Grüße an meine Arbeit. Genau, dann passt es soweit. Und dann können wir jetzt halt noch dahergehen, da ja das Logistikbüro, die LKWs hier, also hier fahren ja alle LKWs auf jeden Fall immer lang. Das heißt, wir gehen daher und bauen auch hier noch eine Straße draus. Ja, das ist natürlich noch mal extra ein Stück, ist klar, ne? Ja, sagen wir mal bis dorthin und natürlich hier dieses kleine Futzelzeug machen wir auch noch. Jetzt wäre halt schön, wenn man das noch kaufen könnte. Also alles mit einmal. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Es wäre ja vielleicht auch ein bisschen viel Luxus. So, und dann denke ich, schaut das schon ganz gut aus. So. Okay, genau, das waren alle Straßenabschnitte. Da sind wir soweit fertig. Jetzt sieht das hier, sieht das natürlich ein bisschen kurios aus, ne? Diese Anschlüsse hier, genauso wie der natürlich. Aber okay. Ja, wie gesagt, damit ist das jetzt soweit fertig. Der eine Traktor sollte eigentlich ausreichen, die beiden Mähdrescher sollten auch ausreichen. Hier, wie gesagt, hat die ganze Sache super funktioniert. Der Start ist natürlich dann ein bisschen langsam, ne? Also wenn ihr nur einen Traktor habt, bis der wirklich alle Felder einmal durch hat, das dauert. Aber hat er einmal alle Felder durch, kann er, ich sag mal, mehr oder weniger sogar eine kurze Pause machen, bevor er wieder von vorne anfangen muss. Also wie gesagt, das passt eigentlich super. So, dann würde ich sagen, dass wir das Video an der Stelle beenden. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich morgen hier mit dem Autobahnbau weitermachen kann, dass das Geld dann reicht. Ich muss ja hier dann die Stromleitung auch umbauen. Ich meine, gut, ich habe 725.000. Drückt mir die Daumen, dass es dann reicht. Ich kann es ja auch noch ein bisschen laufen lassen. Okay, also wie gesagt, damit beende ich die Folge an der Stelle. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss!